Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 76. Oh, ich sehe gerade, wir sind überladen. Unschön. Du warst wohl ein... ein böser Typ hier. So eine Information, alles klar. Das ist aber da hinten noch im Gebiet drin. Hier hinten ging es ja noch ein Stückchen weiter, habe ich gesehen. Bisschen Darm. Was haben wir hier denn? Schäger Pip-Boy. Interessant. Kann ich mir den schon mal anschauen? So, wir brauchen erstmal noch Wasser. Das Zeug. So langsam läuft es ja auch ab hier. Wir sind immerhin nicht mehr überladen. Schon einfach was essen und schon wird man leichter. Man kennt es ja. Ah ja. Okay, kann ich mir nicht anschauen. Dann gehen wir mal ab. Was hast du gefunden? Die Steine hier sehen wirklich gut aus. Konzentrier dich darauf, etwas Nützliches zu finden. Steine kannst du außer Dienst sammeln. Och Mann. Ich wollte so ein schönes Steinmännchen bauen. Ich habe diesen Pip-Boy gefunden. Ein Pip-Boy? Haben die Mutanten einen Vaultbewohner gefressen? Tut mir leid, das war unsensibel. Gut, dass du es nicht warst. Gelehrte Valdez sollte herausfinden, woher der Pip-Boy stammt. Vielleicht sind die Mutanten in einem Vault. Bring ihr den Pip-Boy. Anwärterin Houston wird mich verarzten, bevor wir nach Fort Atlas zurückkehren. Und wir werden Norland angemessen beerdigen. Bist du sicher, dass du keine Hilfe brauchst? Ich bin überrascht, dass du Mitleid mit mir hast. Normalerweise würde ich dir sagen, halt den Mund, aber Kameradschaft macht uns stärker. Ich bin bei Anwärterin Houston in guten Händen. Danke. In Ordnung, ich bringe den Pip-Boy nach Fort Atlas. Gute Arbeit. Wir haben der Bruderschaft ehrenvoll gedient. Wir alle. Ad Victoriam. Ad Victoriam. Ja, mal schauen, was Valdez jetzt daraus finden kann. Ist da eigentlich ein Händler? Okay. Ja, müssen wir gucken, dass wir auch mal Munition kriegen. Mal schauen, was wir da haben. Wenn du was bewegen willst, bist du hier genau richtig. Ja, ja. Ja, kann gut sein, dass jetzt auch gerade die Quest startet. Irgendwelche Neuigkeiten? So,
dauert halt echt mal so ein Ticken, bis man sich hier bewegen kann. Lebenszelt. War noch nicht aufgefallen bisher. Die Wissenschaft hat einst viele Probleme gelöst, aber sieh, wozu sie noch geführt hat. Gut, dass wir unsere Technologie bewachen. Ja. Hoffentlich geht es diesen Kindern gut. Wie hießen die noch gleich? Irgendwas mit M. Na gut, weil das. Ich bin froh, dass du bei uns bist. Tut mir leid, dass du uns so erlebst. Hey, hast du Marsha gesehen? Ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren und jugendlich rebellisch? Ihr kleiner Bruder hat auch nach ihr gefragt. Dann hast du sie nicht gesehen? Mist. Ich hatte es gehofft. Egal. Sag einfach Bescheid, wenn du sie findest. Was hat das mit Marsha eigentlich auf sich? Sie war eine Weile nicht mehr in Fort Atlas. Eigentlich wäre ich nicht so besorgt, aber die Wahrheit ist, sie ist nicht die Einzige. Wir haben von verschwundenen Personen in ganz Appalachia gehört. Schon gut. Ritter Shin möchte, dass wir rausfinden, woher dieser Pip-Boy stammt. Befehle des Ritters? Ich kümmere mich sofort darum, aber es sollte jemand nach Marsha suchen. Du hast recht. Wenn du keine anderen Aufträge von Ritter Shin hast, könnte ich hierbei deine Hilfe wirklich gut gebrauchen. Ich führe eine Diagnose des Pip-Boys durch. Sprich mich an, wenn du verfügbar bist. Ich mache mir Sorgen. Alles klar. Ja, warum nicht? Ich glaube, die Unordnung. Atlas ist noch nicht fertig. Kannst du Marsha suchen? Sie steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Sie war eigentlich nach Foundation unterwegs. Aber eine Gruppe Anwärter ist kürzlich von dort zurückgekehrt und niemand hat sie gesehen. Und wieder werden Leute vermisst. Okay, warum ist das wichtig? Einer unserer eigenen Leute ist verschwunden. Trotz ihres Ärgers auf die Bruderschaft sehe ich Marsha mittlerweile als Freundin an. Es war in Fort Atlas nicht einfach für sie. Und ich will mir gar nicht vorstellen, dass ihr was passiert ist. Sieh es als einen Gefallen für mich an. Wer ist Marsha nochmal? Marsha ist die ältere der beiden Geschwister, die wir auf dem Weg nach Appalachia getroffen haben. Es gab einen Vorfall, der zum Tod ihrer Mutter geführt hatte. Paladin Ramani entschied dann, dass wir sie mitnehmen sollten, statt sie allein zu lassen. Foundation? Könnte sie nach dem Supermutantenangriff verschwunden sein? Daran hatte ich auch erst gedacht. Aber ich setze lieber auf Hoffnung und untersuche das weiter. Was soll ich tun? Rede zuerst mit ihrem jüngeren Bruder Max. Vielleicht weiß er ja, wo sie hin ist. Ich hoffe, dass ihr oder den anderen Verschwundenen nichts zugestoßen ist. Falls doch, während sie in unserer Obhut war, sorgen wir uns darum erstmal nicht. Danke für deine Hilfe. Die Lage ist heikel geworden, aber wir sind eine Bruderschaft. Wir stehen das durch. Okay. Das ist eine Powerfaust, ne? Ja. Das ist erstmal nix, glaube ich. Aber wie soll ich gelehrter werden, wenn ich Tag ein, Tag aus auf Patrouille bin? Muss ich nochmal meine Rüstung ansehen. Über 3000 Kilometer Fußmarsch fordern. Gut, dann würde ich gerne mal verwerten. Erstmal den Schrott, bitte. Dann der Eitersack. Na komm. Schaufel brauchen wir jetzt ja, glaube ich, auch nicht mehr. Die Kampfflinte kann weg. Hoffentlich gibt es bald wieder eine Mission. Ich bin es hier langsam. Mensch. Ja, das ist halt auch alle Stufe 50 hier. So auf das Schwarzpulvergewehr. Okay. Wir schauen, ob wir was für Hilfsaktionen entbehren können. Bringt uns vielleicht Ansehen bei den Leuten ein. Okay,
Okay, da können wir... Achso, nicht. Ich muss ja zum Labor gehen. So. Ich hätte gerne Munition. Und zwar Schrotmunition. Unfassbar, dass sich diese Leute immer noch mit Atomraketen angreifen. So ein Wahnsinn. Dafür brauchen wir Plastik. Ach, wieso habe ich kein Plastik mehr? Halt jetzt ungünstig. Na gut. Ja, ich möchte gern mehr machen. Geht halt nur zweimal. Ultrazip-Munition wäre auch noch was. Wir machen Atlas stärker, als es Fort Defiance je war. Ich muss Max von meiner letzten Patrouille erzählen. Ah ja. Das wird ihm gefallen. Beeindruckend. Da wäre Blei drin, okay. So, einmal den Schrott lagern. Ja, ich habe, glaube ich, hier von... Warte mal. Schon wieder Putzdienst. Ritterschön hat das auf mich abgesehen. Dann packen wir mal gerade das Zeug hier alles weg. Ein Schrotpatron haben wir. Toll. Vielleicht kann ich irgendwo was kaufen. Finden, schützen und bewahren. Mal schauen. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Max. Ja, genau. Blei brauchen wir auch noch irgendwann. Also Plastik. Willst du helfen, meine Schwester zu finden? Ja. Wann hast du deine Schwester zuletzt gesehen? Das letzte Mal habe ich Marsha gesehen, als sie wegen irgendwas nach Foundation ging. Ich glaube, ihr ist was Schlimmes zugestoßen. Sie sollte nur kurz nach Foundation, ist aber seitdem nicht mehr zurückgekommen. Ich weiß, dass sie mich nicht einfach so verlassen würde. Du und deine Schwester steht euch nah, oder? Sie kümmert sich um mich, seit Mama gestorben ist. Einmal mussten wir unser Haus verlassen, weil ständig böse Leute kamen. Ich hatte mein Lieblingsspielzeug vergessen, eine Rüstungsass-Actionfigur. Marsha ging zurück, um sie zu holen, obwohl Mama es verboten hatte. Sie sagte, ich bin immer für dich da, Max. Und das war sie auch. Hat sie über irgendwas geredet, bevor sie gegangen ist? Nein, aber als sie ging, verhielt sie sich total komisch. Sie meinte, du weißt, dass ich dich lieb hab, oder? Sowas sagt sie nie. Normalerweise eher Sachen wie Benimm dich, Max, oder Sei jetzt still, Max. Ihr Freund Luis Ramirez könnte was wissen. Er ist auch ein Anwärter. Stimmt, mit dem hat wir ja oben schon geredet. Na, gucken wir mal. Wie kann ich dir helfen? Ich wollte mit dir über Marsha Leone reden. Was hat sie diesmal angestellt? Max hat mir erzählt, dass du mit Marsha eng befreundet bist. Ich weiß, dass Marsha ihre Ecken und Kanten hat, aber nur weil sie in ihrem Leben schon so viel durchmachen musste. Allerdings ist sie unglaublich stark und hat ein großes Herz. Sie sorgt sich um die Menschen in ihrem Leben. Ich bin froh, auch zu ihnen zu gehören. Diesmal macht sie üblicherweise Ärger. Sie konnte sich nach dem Tod ihrer Mutter nur schwer an das Leben in Fort Atlas anpassen. Die meiste Zeit verbringt sie damit, sich um Max zu kümmern. Dabei sollte sie auch mal an sich denken.
Es wird vermutet, dass Marsha verschwunden ist. Verschwunden? Nein, sie macht einen Botengang nach Foundation. Sie kommt bald wieder zurück. Im Lügen musst du noch arbeiten. Du weißt was. Rede. Na schön, ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass ihr was zustößt. Es könnte durchaus sein, dass sie bei der Raider Kriegspartei ist. Micha, hab ich mich da nicht angeschlossen? Warum sollte sie gehen, um sich den Raidern anzuschließen? Sie hat mir gesagt, dass sie für Mac so lange wie möglich bleiben wollte. Es sie aber irgendwann nicht mehr ausgehalten hat. Warum hat sie so wehgetan, bei der Bruderschaft zu leben? Ich glaube, ich bin nicht der Richtige, um ihre Geschichte zu erzählen. Aber sie gibt ihn, uns, die Schuld am Tod ihrer Mutter. Würde sie ihren Bruder wirklich verlassen? Im Stich lassen? Nein, natürlich nicht. Ich habe ihr versichert, dass ich niemals zulassen würde, dass Max etwas passiert. Das war wohl genau das, was sie hören musste. Okay, dann muss ich mit der Raider-Kriegspartei reden. Viel Erfolg und bitte bring sie zurück. Okay. Hallo. Naja, dann mal ab zu den Raidern. Die waren ja da oben. Roxy Ren. Gut, hat mal Crater. Netterweise kostet es auch gar nichts. Mal schauen, was ihr dann hier erledigen könnt. Na Jungs. Du hast den Verräter also gefunden. Hast du... ist sie oder er noch am Leben? Schon mal den Mottenmann-Kultisten begegnet? Sind totale Spinner, aber tolle Zielscheiben. Überfälle nachts sind am besten. Da sehen sie uns nicht kommen. Ja, siehst du mal. Achso, das ist gar nicht hier, sondern dahin. Ich hasse es hier. Im Norden war es besser. Bei mir wird nichts angefasst, klar? Ich habe keinen Bock, ständig meine Ware zu putzen. Ich hätte sicher gern Munition. Du hast keine Shotgun-Munition. Die Leute sollten Qualitätswaffen mehr schätzen. Die wissen gar nicht, was sie an mir haben. Fatman. Ja, komm, gönnen wir uns das mal. Qualität passiert nicht einfach so. Ich steck viel Arbeit in meine Waren. Also versuch nicht zu falschen. Claro? Na, mal gucken. Okay, das sollte passen. Hey! Sag Ren, dass ihre Crew beim nächsten Überfall nach brauchbarem Kram Ausschau halten muss. Die letzte Fuhre war erbärmlich. Die Leute hier meinen, wir klauen ihnen ihren Kram. Dabei waren wir doch zuerst da. Hab eine Nachricht für das nächste Stück Scheiße. Was geht dir eigentlich genau vor? Okay, folgendes. Jedes Mal, wenn Leute unsere kleine Gang verlassen, will ich, dass sie aufgespürt und erledigt werden. Fair. Was ist fair? Interpretationssache. Ich will nur, dass die Botschaft ankommt. Und nichts für ungut. Aber ich habe vor ein paar Minuten auch ein paar andere losgeschickt. Haben einen leichten Vorsprung. Aber je mehr, desto besser.
bist du? Ja, ist in Ordnung. Wie gesagt, das waren diese Rückholdinger. Nicht so wirklich interessant. Ach, du bist da hinten drin, oder? Okay. Dann schauen wir doch mal. Wir müssen etwas gegen sie tun. Ich gehe. Es ist eh meine Schuld. Ich weiß, dass du unbedingt helfen willst. Aber Sheena und Burke sind die Besten. Alles, was denen Probleme macht, ist extrem gefährlich. Was machst du hier? Na, dich zurückholen. Zum Beispiel. Was gibt's? Du hast Nerven, hier aufzutauchen, nachdem du uns verraten hast. Marsha soll selbst was dazu sagen. Aber ich bin mir sicher, dass sie nicht zurück will. Verdammt richtig. Hör auf, unsere Zeit zu verschwenden und verzieh dich. Ja, wie ich sehe, sind Sheena und Burke verschwunden. Sehr scharfsinnig beobachtet. Das geht dich trotzdem nichts an. Wenn wir hier nur rumstehen und nichts tun, dann sterben sie. Sheena und Burke wollten beim AMS-Firmenhauptsitz etwas für uns beschaffen, doch sie sind noch nicht zurück. Marsha, verdammt. Tja, davon solltest du eigentlich nichts wissen, aber jetzt lässt es sich wohl nicht mehr ändern. Marsha kommt nicht mit dir zurück. Sie sucht Sheena und Burke. Sie wurde lang genug von der Bruderschaft rumkommandiert. Warum tut ihr zur Abwechslung nicht mal was für sie und helft uns? Warum kannst du sie nicht zurückholen? Netter Versuch. Würde ich ja, aber ich bin nicht so dumm, alles unbeaufsichtigt zu lassen, wenn zwei von uns schon weg sind. Wo sind sie bei AMS? Ich habe einige Anwärter der Bruderschaft belauscht. Sie meinten, der AMS-Firmenhauptsitz sei für sie von Interesse. Ich erzählte es Pierce und den anderen weiter, um mit dieser Information vielleicht aufgenommen zu werden. Es ist meine Schuld, dass sie vermisst werden. Ich hätte mehr Infos beschaffen sollen. Ich bin wegen Marsha hier, nicht um nach deiner Wife zu tanzen. Ich gehe nicht nach Fort Atlas zurück. Du hast kein Recht, über mein Leben zu entscheiden. Ich gehöre nicht der Bruderschaft. Na schön, in Ordnung. Wir gehen zu AMS, um Sheena und Burke zu suchen. Ich fühle mich besser, wenn einer von uns da ist, statt der Bruderschaft blindlings zu vertrauen. Jemand muss Sheena und Burke retten. Jemanden von uns? Wirklich? Ich beweise dir, dass ich hierher gehöre, Pierce. Ich mache es wieder gut. Dass du bereit bist, dein Leben für uns aufs Spiel zu setzen, zeigt, dass du Teil dieser Familie bist. Bring meine Leute wohlbehalten zurück. Wir treffen uns bei AMS. Ich komme danach aber nicht mit dir zurück. Ich habe jetzt eine neue Familie. Ja, das ist ja deine Entscheidung. Wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. Es ist ja in Ordnung soweit. Das habe ich nichts zum Anschauen. Gut. Was er geht. Vermutlich stellt er wieder mal irgendwas an. Wo ist denn der Firmenhauptsitz? Ich beiße nicht. Die anderen vielleicht schon. Das wollen wir mal, können wir mal testen. Ich vermisse meine Freunde in Fort Atlas. Doch als Raider lebt es sich super. Nein. Bist du aus einem Grund hier? Ja, ich würde gerne da runterreisen, aber die Karte ist so voll. Unglaublich, so. Jetzt.
Ja, dann haben wir wahrscheinlich wieder eine ganze Menge Roboter. Ja, Munition wäre halt echt eine tolle Sache. Ja. Seien Sie gegrüßt, Mitglieder. Haben Sie Interesse an einem Geschenk von oben im Austausch gegen eine kleine Triangulierung? Dann begeben Sie sich zu den von uns übertragenen Koordinaten. Hi. Das wäre alles. Ein Geist ist... Okay. Solid Snake, oder wie? Automated Mining Services heißt Sie in der Heimat der Industrie willkommen. Besucher melden sich bitte bei unserem Rezeptionisten. Willkommen bei... Ich hab das gehört. In Ordnung? Ja, Scheiße! Ganz einfach. Okay. Ich glaube, R gedrückt halten war es. Bin bereit für den Kampf. Scheiße! 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 Ja, scheiße, Diet. Genau, machst du die. Einfach mal gemütlich hier. Gehen wir weiter. Wo hängst du rum? Na gut, dann... die... Dings. Das machen wir mal kurz weg, das können wir später mal angehen. Erstmal jetzt aber die Hauptquest. Ich wäre auch allein mit Ihnen klargekommen, weißt du? Weißt du irgendwas über diese Hellcat-Gruppe? Hab noch nie von denen gehört. Irgendeine Söldnerbande. Ist mir egal, wie die sich nennen. Uns kommen die nicht in die Quere. Ich weiß, aber es ist immer gut, Hilfe anzubieten. Ich bin es nicht gewohnt, Hilfe anzunehmen. Max und ich mussten alleine zurechtkommen. Also danke. Da das nun geklärt ist, sollten wir nach Spuren von China oder Burke suchen. Bevor der Söldner mich angriff, hatte ich bereits diese Etage durchsucht und nichts gefunden. Sehen wir oben nach. Okay. Da ist ja noch mehr, wie wir gehört haben. Gibt es noch irgendwas Tolles? Ich glaube eher weniger. Von daher. Deckung. Fetzt ihr euch gegenseitig eigentlich? Fürchten Sie sich nicht. Die Ordnung wird in Kürze wiederhergestellt sein. Bitte haben Sie etwas Geduld. Scheiße! So, schalt ihn mal bitte aus. Eindringling.
Scheiße! So, ich brauche echt bessere Waffen. Du bist tot. Aber gut, dann wäre es jetzt auch mal an der Zeit, die Folge zu beenden. Zerlegen wir euch in der nächsten Folge mal weiter, hoffentlich. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr werdet Spaß, seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.